Hi Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Im letzten Part haben wir den, sind wir aus der Hall of Heroes geflohen und sind zurück auf diesen Plaza gegangen. Wir suchen jetzt immer noch ein bisschen nach Schock-Jockey-Türen, beziehungsweise irgendwas, was wir jetzt öffnen können. Ah ja, eine weiß ich noch. Die war doch da am Anfang. Da können wir mal kurz hin. So. Elizabeth kommt mit. Ja, aber nicht so schnell. Die hat ein bisschen Zeit. So. Müssen wir die Tür hier immer noch aufdrücken? Ja. Und hoch. Und Elizabeth wird da wieder so richtig schön runterspazieren. Wie so ein kleines Prinzesschen. Guck mal. Ja. So. Aber hier war doch noch eine. Ich hab doch sowas gesehen irgendwo. Oh, komm bitte. Ups. Ich will jetzt die Tür wahrscheinlich öffnen. All dieses Gedudel geht mir ja so derartig auf die Nerven, wenn so ein Schock-Jockey aufgemacht wird, ne? Naja. Hat das jetzt irgendwas geöffnet? Kann man jetzt hier noch irgendwas öffnen? Okay, jetzt auf jeden Fall noch ein Lockpick. Perfekt. Dann können wir den Tresor da mal aufmachen. Da war ja noch eine. Soldiers Field, erbaut 1903. Das haben wir schon gehört. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Ach, das wird neu getriggert. Ah, das ist ein bisschen billig, muss ich sagen. Dass die Sonderteile neu getriggert wird. Wenigstens bleiben die Türen offen, müssen wir nochmal knacken. Was ist, wenn uns jemand hier findet? Dann sagen wir suchen nur die Toiletten. Richtig. Und das klappt? Normalerweise nicht. Hier ist noch ein Lockpick, geil. Was haben wir? 200 Hier, gut Dollar. Aufheben. Und sie hat noch weiter. Sie hat es nochmal sauber gemacht und hat dabei noch ein Münzchen gefunden. Praktisch. So. Lockpicks sind wirklich klein. Man muss da wirklich gucken, dass man die findet. Sie sind ja auch immer so geil versteckt, so unter den Dingern hier. Naja. Gut. Haben noch ein bisschen Geld gefunden. Hat sich ja eigentlich schon mal gelohnt. Können wir jetzt einfach so hier durch? Weil der fucking Schock-Jockey ja fertig. Ah. Und Elizabeth. Nein, das ist in Ordnung. So. Na gut, ich glaube, es bleibt uns nicht viel anderes übrig. Wir müssen jetzt wohl mal zu der Queen Elizabeth und versuchen zu fliehen. Zumal wir sowieso fliehen müssen, weil wir hier mitten im Krisengebiet sind. Insofern, ja, bleibt uns nicht so viel anderes übrig, ne? Mal gucken, wie wir da hinkommen. So, möglichst schnell. Zack, und das wollte ich nicht. Und wir können die Gondel einschalten. So, aber erstmal ganz kurz nochmal gucken, was wir hier alles haben. Ich durchsuche so gerne. Na gut. Na los. Gondel holen. Die Gondel kommt. Schön. Genauso wie Verteidiger. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Frauenmörder? Vater, Prophet, was immer sie sind, ich gehe und sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Richtig, so erzählt sie. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Bitte? Und jetzt geht's los. Raketen, Achtung! Und hoch. Was haben wir denn da? Scheiße, wir brauchen Raketen. Wir brauchen auch Raketen. Was haben wir denn hier? Wo haben wir denn mal Raketenmunition gehabt? Da oben. Wir können da oben hin. Gib mal ein bisschen Gas hier. Mach das rein. Zack. So, hier haben wir ein Präzisionsgewehr schon mal. Das ist gut. Tauschen wir mal die Karabiner ein. Oh ja, und check gerne die Deckung bitte. Los! Gut. Oh Gott. Aber die Deckung hilft. Kommt weg. Alter. Was? Warte, gib mir mal die auch die Raketen hier. Oh Gott. Ach, scheiße. Ich muss auf den Skyline, ich muss auf die Line. So. Gott. So, wo sind die Raketen? Da. Moment. Ich muss mal eben die Waffe wechseln. So. Scheiße, wie kommen wir denn da hin? Alter, das ist krass. Wirklich auch alles einbezogen hier, ne? So. Mal höher. Holen wir dann den monitorisierten Patrioten rein. So, da kommen ein paar Typen auf der Skyline. Und, so. Alles klar.
Geh runter, geh jetzt runter. Scheiße, wir müssen nachladen. Warum? Moment. Wir müssen mal eben umlegen. Ich will den Schockstock hier und den Block. So, wieder hoch. So, hallo, ich will den. Hallo, das habe ich doch gerade. Scheiße. So, warte, gehen wir mal kurz den Bronco. Okay, der ist runter und der auch. Was haben wir da unten noch? Der ist im Arsch. Was haben wir hier noch? So. Patriot! So. Scheiße, wo seid ihr? So. Mal gucken, ob der. Hat der motorisierte Patriot mittlerweile aufgeräumt? Ja. Oh, das war Elisabeth. So, was haben wir noch? Haben wir noch Gegner? Nicht mehr so viele, ne? Ne, jetzt müssen wir gleich nur noch den Patrioten ausschalten. Kommt noch was? Da unten haben wir noch welche und da haben wir noch welche. Okay. Rüber und dahin. Im Umschalten. Der Patriot ist ja nicht unser Verbündeter. Eigentlich, oder? So. Weißt du, nein, ist er nicht. Gucken, was wir da gegen den Typen machen können. Ah ja. Scheint nicht so genau zu sein. Sehr gut. Das war's. Gehen wir runter. Doch, das ist unser Verbündeter. Cool. Hat's aber ziemlich mitgenommen. Was haben wir hier? Aber keine Pepper mehr, schade. Na gut. Dann haben wir jetzt also die Gondel gesichert, das ist praktisch. Alter, was für ein Kampf auch, ne? Müssen wir irgendwas aktivieren? Ah ja, hier. Elizabeth? Okay. Okay. Schrotflinte, die Panzerfaust aber gleich mal loswerden und wieder auf den Karabiner kommen. Haben wir denn noch Munition? Panzerfaust Lockpick, geil. Sehr schön. So, dann gehen wir mal zur Gondel. Und versuchen dann an Bord des Luftschiffs zu kommen. Aber wahrscheinlich erstmal ein kleiner Zug. Als sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ja. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Hm. Im Austausch gegen dich. Wenigstens erzählen wir mal die Wahrheit. Oh Mann. Ja, aber wie soll sie sich jetzt fühlen? Das ist doch... Also sie kommt hier aus dem Gefängnis raus und wir wollen sie wahrscheinlich in ein neues Gefängnis reinsperren. Das ist doch scheiße. Ja, okay. Hat auch ein sehr nachdenkliches Gesicht. Ich finde schön, dass man die Mimik dieser Computer animiert, also diese Figuren wirklich lesen kann. Das hat man noch nicht. Also das hatte ich zumindest noch. Oh gut, in Heavy Rain hatte man das. Und in Eleanor. Aber gut, es gab es schon früher. Da muss ich jetzt hier vorsichtig sein. Gut. Wir haben wieder ein paar Salze gefunden. Das ist praktisch. Da, auf ihn. Mhm. Oh, nicht mehr. Moment. Mal gucken, was wir hier haben. So. Oh ja, Panzerfaust funktioniert sehr gut. Achtung! Oh, es wurde Panzerfaust durch den Raum geworfen. Scheiße. Schade, dass jetzt nicht der Tisch zersplittert ist, muss ich sagen. So. Ich will die Panzerfaust sowieso wegwerfen. Insofern ist es okay. Nehmen wir uns mal hier stattdessen das Maschinengewehr. Das haben wir auch schon ein bisschen geupgradet. Verkohlte Leichen in der Ecke durch die Panzerfaust umhergeschleudert. Ach ja.
Was haben wir hier? Geldbörsen, bisschen Salze, bisschen Geld. Und die Panzerfaust. Ein Kinetoskop, hey! Und ein Lockpick. Das hatten wir doch schon, oder? A City Mourns? Ja, das hatten wir schon. Gut. Und dann brauchen wir uns das nicht nochmal angucken. Mhm. Das ist die First Lady. Beeindruckendes Luftschiff. Ja. Haben wir hier noch irgendwas? Verkaufsautomat? Was haben wir denn hier? Munition? Nee, aber ich will einen Karabiner wieder haben. Oh, hier ist eine Schrotflinte unterm Tresen. Wie geil ist das denn? Hier, für die Kasse. Merci. Ja, wieder ein paar Dollar. Schrotflintenmunition ist voll. Ich brauche hier mal ein Munitionsupgrade. Gut. Bam! Mit der kaputten Hand einfach mal auf. So. So männlich. Man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommt? Entweder die hatten einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht wieder runter. Hoppla. Gehen wir jetzt mal wieder hoch. Entschuldigung. Alter, hoffentlich, wenn wir zu. Geht der Knopf nicht kaputt, wenn wir da so drauf einhämmern. Murder of Crows. Ach ja, hier wird so ein Vigor. Angepriesen. Was haben wir denn da? Schaffen wir es in dem Part noch? Ja. Können wir zumindest anfangen. Ach, so ein Comstock-Patriot. Was haben wir hier? Oh ja, perfekt. Ah, Verbesserung. Schild oder Gesundheit oder Salz? Ah, einfach ein Schild. Genau das, was wir jetzt brauchen. Hm. Hier ist ordentlich, ordentlich Kohle. Wie hübsch aber auch. Echt. So. Na gut, dann, tja. Können wir die Konsole benutzen? Hier ist noch ein... Oh, eine Geldbörse. Garantiert werden wir runtergeschossen. Ich hab's einfach im Urin, aber... Ja, dann verlassen wir mal den Bereich. So. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will... alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden... Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Oh. Gott, Booker. Reden wir mal mit Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Wie geil ist das denn? Function Dogs. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen nicht dumm ist und ich ziehe es vor, sie bei guter Laune zu halten. Großartig. Na, dann schauen wir doch mal, wo wir jetzt reinkatapultiert werden. Das klingt ja schon mal gut. Ich wusste es. Das war doch so klar. Und sie lässt uns zurück. Scheiße. Na gut, wir haben es verdient. Wir haben es verdient. Muss ich sagen. Und Vox Populi. Aber wir haben Slade leben lassen. Hey. Oh, Scheiße. Ein Handyman. Oh Gott. Was passiert jetzt? Daisy, die frische Luft hat geholfen. Der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast du das mal gemacht bei der Verlosung? Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst,
komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkten unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Und Laufläche. Scheiße. Schiff weg, Elizabeth weg. Wir haben überhaupt keinen Swag. Mit diesem Schüttelreim verabschiede ich mich von euch von Let's Play Bioshock Infinite. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Part.